zarte Geräusch hört, werden sie einfrieren und wir werden eine neue Vorgabe uns aussuchen. Und mit dieser neuen Vorgabe wird es dann die Szene weitergehen. Als allererstes vom Rang hätte ich gerne, wer von Ihnen dreien soll beginnen? Wiebke. Wiebke. Ja, gut. Dann frage ich mal hier von dieser Seite. Und zwar, ach, hier vorne die junge Dame. Ja, ich bin Thorsten. Josie? Ja. Oh. Ja. Josie, so heißt meine Mutter. Okay, nee, das musste ich sagen. Das war eine Wette. Nein, das ist okay. Liebe Josie, ich hätte gerne von dir die ersten beiden Ziffern deiner Telefonnummer. Nicht die Vorwahl. 72. Du wirst 72 Jahre alt sein in dieser Szene. Und ich wollte mal von dieser Seite wissen, wer von euch hat ein Haustier? Nicht sagen was, sondern nur den Namen des Tieres. Nepomuk. Nepomuk. 72 Jahre und heißt Nepomuk. Ist das schön? Und hier von der Mitte hätte ich gerne, wenn man 72 Jahre ist, Nepomuk heißt, dann hatte man was für einen Beruf? Was für ein Verkäufer? Zeitungsverkäufer. Welche Zeitung? Welche? Das darf jetzt die Mitte entscheiden. Nein. Nee. Alles klar. Ich habe nur gefragt. Bild. Bildzeitungsverkäufer. Nepomuk, 72 Jahre. Gut, fangen wir da mal an. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der ersten improvisierten Szene. Markus, fang die Szene ab. So. Endlich habe ich mal eine umsonst gekriegt. So. Die sah doch schon mal besser aus. Nepomuk hat eine Eigenart, wenn sie liest. Welche? Sie hört. Sie hört. Tun das nicht alle Bild-Zeitungsleser? Zarte Worte dringen an Nepomuks Ohr. Weiter Nein, das ist gut. Vom Rang ganz kurz, in welcher Beziehung stehen die beiden zueinander? Onkel. Sohn, Onkel. Hausmeister. Hausmeister. Danke, Hausmeister. Ja, Kowalski. Das gibt Dellen den Fußbogen. Aber das macht die Dellen in meinen Beinen weg. Epo, du bist 72, die Dellen gehen nicht mehr weg. Diese Erkenntnis versetzt Nepomuk in ein neues Gefühl. Bitte ein neues Gefühl von hier. Ehrfurcht. Sauer? Was war hier? Ehrfurcht. Es ist saure Ehrfurcht. Da musst du dich gewöhnen. Donnerwetter! Dass du dich so mit dem weiblichen Körper auskennst! Der Hausmeister! Jemand Neues betritt die Szene und hat was dort in seinen Armen? Tiger. Einen Tiger. Ist das hier die Scharnhorststraße 17? Jo. Ist ein Tiger bestellt worden. Oh nein, oh. Nepomuk darf das quittieren, dass der Tiger angekommen ist, aber das tut sie
entweder indem sie uns einen improvisierten modernen Tanz liefert mit 72, ein Gedicht aufsagt oder aber uns ein Lied singt. Singen. Wir machen Folgendes, sie singt und dabei tanzt sie einfach. Bitte.